Wir kommen heute mal wieder zu einem Blick durch die Clicker Idle und Incremental Games. Willkommen wieder bei Shop Heroes. Und ja, es gilt erstmal wieder das nächste Objekt einzusammeln. Ich habe einen weiteren Schuh hergestellt. Und die Sache ist, im Moment läuft gerade noch ein Artefakt-Event, womit man doppelt so viele Artefakte einsammeln kann. Vorher gab es ein Event, da war die Ausrüstung unzerbrechlich und damit habe ich dann hier mal meine Lager komplett aufgefüllt, also zumindest was die niederen Elemente angeht, also auch das Lohn an den Hut war natürlich voll. Das heißt, die bis zum Rand gefüllt, sodass ich da auf jeden Fall gut versorgt bin jetzt, hoffentlich bis zum nächsten von diesen Unbreakable Events. Weil das Besondere, was bei den Unbreakable Events diesmal das erste Mal richtig ausprobiert habe, ist nämlich eine Strategie, die dabei hilft, dass die keine Cooldown-Zeit haben. Das heißt, ich habe verschiedene Items bereits freigeschaltet, die dabei helfen. So, jetzt muss ich mal das erste haben, Falkenauge. Also welche von den ungewöhnlichen bzw. seltenen Gegenständen und die die Eigenschaft haben, tatkräftig. Weil tatkräftig eben die Ruhezeit nach einer Quest um 50% verringert und das wirkt additiv in dem Moment. Das heißt, wenn ich zwei Items ausrüsten kann, die diese Fähigkeit haben, habe ich tatsächlich eine Verringerung um 100%. Das heißt, ich habe nachdem die Mission abgeschlossen ist, keine Cooldown, also keine Restaurationszeit mehr. Also wenn ich die jetzt hier zum Beispiel eben zurückhole, seht ihr, hier haben sie jetzt eine Ruhepause, die entsprechend, oder Restauration, Erholungspause, die der Hälfte der Missionszeit entspricht. Egal wie weit ihr die Missionszeit verkürzt, es bleibt die Hälfte von der originalen Missionszeit. Okay, Karal, was hast du kaputt gemacht? Oh Mann. Und das ist nämlich genau die Sache, wo ich aktuell noch ziemlich hinterher bin. So, mal gucken, ob ich Karal nochmal neu ausrüsten kann. Weil die dürfte ich immer noch nicht haben, weil da bin ich noch ziemlich dran. Genau. Also ich habe zwar eben die verbesserte Ausrüstung, die makellose, aber nein, die werde ich ihr auf jeden Fall nicht geben. Weil auch die hat sie zu einer fast 1%igen Wahrscheinlichkeit, dass sie die kaputt kriegt und dafür ist sie zu wertvoll. Also wird sie nach und nach dann, sobald ich halt die Möglichkeit habe, das Zeug zu bauen, das dann neu zu bekommen. Auf jeden Fall eben die Cooldown-Zeit bleibt bei der originalen Zeit. Also egal wie schnell ihr das verkürzt, es bleibt immer die Hälfte der Zeit, die ihr hier regulär benötigt. Selbst wenn ihr hier in der Taverne die Questzeitverkürzung aktiv habt oder die Questzeit eben durch die Taverne aktuell verkürzt, es bleibt bei der Hälfte der Zeit. Und eben ja, deswegen der Bogen, der Falkenauge, der war einer der Items, die ich dafür verwenden konnte. Das zweite war der Tiamat, das heißt, das ist die zweite Waffe. Logischerweise kann man immer nur eine Waffe haben, deswegen reicht das natürlich nicht, um einen Bonus von 2 zu bekommen. Aber es reicht zumindest, um bei mehreren, die ja zum Beispiel keinen Bogen verwenden können, trotzdem eine Axt unterzubringen. Was mir am meisten weitergeholfen hat, war einmal die Schuhe. Das waren, glaube ich, genau die Mondstiefel. Davon konnte ich halt so circa die Hälfte schon mal ausrüsten damit. Und das andere war das bunte Pulver, was ich schon sehr, sehr früh zur Verfügung habe oder schon sehr, sehr lange nutzen konnte. Aber eben, solange ich dieses Unbreakable-Event nicht habe, nützt mir das nichts, weil die das sonst sofort in Schutt und Asche legen würden. Weil mit Stufe 8, gerade kurz vor dem Unbreakable-Event, habe ich nämlich begonnen, alle meine Helden auf mindestens Stufe 20 zu ziehen. Da bin ich jetzt auch soweit durch, nur Datos und Onaira, bei denen geht es aktuell nicht, weil dazu bräuchte ich den Brunnen auf Stufe 35, weil die Sache ist, der Brunnen auf Stufe 35, der kostet mich jetzt schon für Stufe 30 7,5 Millionen, das heißt, den bin ich jetzt erstmal nicht angegangen, um die auf Stufe 20 zu bringen. Das heißt, das sind meine einzigen beiden, die jetzt noch ein bisschen ausharren müssen. Alle anderen sind, wie gesagt, über Stufe 20 und deswegen sehen die im Moment teilweise aus wie gerupfte Hühner, weil sie eben kaum noch Ausrüstung haben, die aktuell ihren Bedürfnissen entspricht. Also manche sind schon wieder ganz gut. Bei einigen eben sieht die Sache ein bisschen anders aus.
Die haben auch noch nicht überall die Items drin. Das heißt, das hier sind noch Items, also alles unter 3% lasse ich ihnen zumindest, solange wie sie es nicht kap also solange bis sie es kaputt gemacht haben oder ich halt das neue gebaut haben. Weil ansonsten das reguläre, was er jetzt bekommen würde an der Stelle, ist der Untotenring, aber den muss ich halt auch erstmal herstellen. Und deswegen bekommt er so lange immerhin das Sichtband, was eben noch ein bisschen nutzbar ist und noch nicht im gelben Bereich liegt. So, deswegen, ihr seht mehrere, die hier auf jeden Fall gelb haben. Das heißt, denen fehlen auf jeden Fall Items. Bei den Grünen ist es eben möglich, dass da noch Items abzudaten sind. Im Moment habe ich etwa 40 Items, die aktuell in der Pipeline stehen, die ich dort noch ja, zu bauen habe. Und da ist letztlich auch das Wichtigste und Neueste, ich habe mein Upgrade für den Kombinierkessel gekauft. Also ihr seht, meine Diamanten sind weg und ich habe mir diese Erweiterung gekauft. Das heißt, ich kann jetzt tatsächlich hergehen und jedes Item mindestens auf Stufe Blau bringen. Also Eisenband ist zumindest schon grün, aber ich kann jetzt tatsächlich mit einem Eisenring, wo ich normalerweise zwei brauchte, den direkt einfach zu Blau machen. Und das ist halt schon ein unglaublicher Fortschritt und ein ziemlicher Veränderung im Spiel, weil wenn ich mir angeschaut habe, wie viele Items ich brauche, ich habe ja tatsächlich inzwischen einen mystischen Gegenstand. Also hier der Gehstock ist Mystik Stufe im Endeffekt 0, weil ansonsten würde ja plus 1 stehen, wenn er schon die Stufe 2 erreicht hat oder sowas, also wie auch immer. Auf jeden Fall ist er mystisch. Stufe 1 nützt natürlich überhaupt nichts, weil da gibt es keinen Giro, den ich aktuell damit sinnvoll ausrüsten könnte, ohne dass er das Ding wahrscheinlich gleich wieder zerbricht. Aber immerhin, während ich normal 1500 gewöhnliche Items bräuchte, um diesen Gehstock sozusagen direkt zu produzieren, wenn ich keine höheren Einstiege habe. Beim Gehstock ist es jetzt so, ich habe zumindest den Einstieg in Blau. Das heißt, der Standard-Gehstock ist sowieso schon blau. Das heißt, da bräuchte ich dann nur 375 Items, aber mit dem neuen Upgrade brauche ich an der Stelle dann nur noch 128. Das macht sich bei dem Blauen natürlich dann nicht so stark bemerkbar, aber anders ist es zum Beispiel hier bei dem Flüsterstab. Mal angenommen, ich will von dem Flüsterstab tatsächlich ein mystisches Item herstellen und ich bin nicht sehr glücklich darin oder habe nicht so viel Glück, wirklich höherwertige Items zu bekommen, dann müsste ich theoretisch davon 1500 herstellen und die dann auch noch alle zusammenbringen, fusionieren, in die nächste höhere Stufe bringen. Und dann ist es noch so, nachdem ich ja jetzt das erste mystische Item herstellen konnte, es ist tatsächlich so, bis legendär kann ich, wenn ich diesen Kessel komplett ausnutze, tatsächlich eine 100% Wahrscheinlichkeit erreichen. Bei mystisch ist es nicht mehr der Fall. Ich glaube, es war irgendwie zwischen 60, 66, 65%, irgendwo in der Dreh jedenfalls bei zwei Dritteln, dass das Ding nur klappt und ich ansonsten halt einfach ein legendäres Item tatsächlich verliere, weil die Umwandlung in mystisch nicht klappt. Also sowas finde ich ist unglaublich nervig, so eine Spielmechanik. So, und hier ist jetzt letztlich das Gleiche. Bei Blau brauche ich natürlich, beziehungsweise um von Blau auf die nächste Stufe zu kommen, brauche ich jetzt natürlich noch ein Item mehr, damit ich eine 100% Rate habe. Und zwar sehe das dann so aus. Und das beste Item, was auch immer er für das Beste hält, weil hier ist natürlich klar, weil das ist vom Level her deutlich unterschiedlich. Aber es ist immer interessant zu sehen, wenn ich von Level oder wenn ich Items von der gleichen Stufe habe, welches er dann ja, als stärkstes, als bestes Item identifiziert. Weil so ganz plausibel ist mir das nicht immer. Also keine Ahnung, an welchem Wert er das festmacht. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, dieses Feature zu haben. Und solange ich halt nicht Items kreuz und quer mische, sondern tatsächlich zum Beispiel hier jetzt einfach mal den Goldgräber reinlegen würde, das ist natürlich praktisch. Ich brauche nur zwei blaue Goldgräber, um eben das nächste zu bekommen. Diese Mechanik, das ist wieder ein bisschen kritisch zu sehen, auch an der Stelle, da ja es unglaublich schwierig ist, aus meiner Sicht, diese Diamanten zumindest freizuspielen, zumindest in einer Stadt so wie ich, wo jetzt nicht allzu viele Leute sind, sondern ich im Moment alleine spiele. Und man dadurch durch diese wöchentlichen Events, die kommen, wo man zumindest hier und da immer wieder ein paar Diamanten freispielen kann,
Da ist es natürlich durch diese Mission ist die Chance immer relativ gering, überhaupt einen Diamanten zusammen zu haben. Und dann, da jetzt im Moment immer vier auf einmal sind, ist die Chance, also okay, jetzt sind es natürlich nur drei. Okay, jetzt haben die wieder einen Handschuh mitgebracht. Das ist auch ein Problem, in das ich aktuell gelaufen bin, weil mein Lager ist sowas von überfüllt. So, wo ist es? Das ist jetzt, glaube ich, wieder einer von den besonderen Handschuhen, die ich immer noch nicht produzieren kann. Handschuhe der Geschichte. Ah, ne, okay, der ist schon gemeißelt, ist ein gewöhnlicher. Also Handschuh der Geschicklichkeit, der zweite makellose. Und mal gucken, habt ihr noch Diamanten dabei? Ne, aber immerhin so ein Säckchen wäre auch nicht schlecht. Wobei ich glaube, über die Säckchen und so weiter gibt es auch keine Diamanten. Also da gibt es auch immer nur Items oder eben Ressourcen, solche Artefakte. Um wieder zum Kessel zurückzukommen, also es ist einfach super genial, aber es ist ein Problem, dass es einfach von Anfang an letztlich hier mit, also hier der Platz sowohl als auch eben die Erweiterung hat ja dieses Upgrade hat auch 1000 Diamanten gekostet. Und das heißt, dass man sich hier mit einem, ja, so ein 10-Dollar-Paket einen unglaublichen Spielvorteil erkauft. Ich bin schon am Überlegen, ob ich dann nämlich jetzt mit den neuen Möglichkeiten. Mal gucken, die Anforderungen, weil da ist nämlich so ein bisschen die Sache, wie komme ich jetzt ein bisschen schneller an Diamanten ran? Ja, mit denen natürlich hier weniger. Aber wenn ich jetzt mal alle Anzeigen mache, dann gibt es hier doch öfter mal Nachfragen. Legendär würde ich wahrscheinlich mir lange überlegen, ob ich das riskiere, weil das ist natürlich nochmal schwieriger. Aber ein legendäres Item kann ich aktuell für 32 Gegen, also mit 32 normalen Gegenständen herstellen. Das ist ein überschaubarer Zeitraum. Also so eins hier. Und das heißt, bei 32 Items, das wäre ein Diamant pro Item. Das ist so eine Größenordnung, wo ich sagen würde, okay, da würde ich es mal probieren. Allerdings bin ich jetzt natürlich noch nicht in den 32, da habe ich die Rezepte noch nicht freigeschaltet. Aber hier zum Beispiel, den Eisenschuh, den kann ich jetzt schon erfüllen und vor allen Dingen, die brauche ich nicht mehr, weil ich habe für die Eisenschuhe keine Verwendung. Das heißt, da kann ich mir überlegen, dann natürlich ein paar sinnvolle Angebote mir auszusuchen. Zum Beispiel Löwenstiefel kann ich herstellen. Das ist ist kein Standard-Item, sondern ein besonderes Item, das man erst durch diese Rezepte in der Bar letztlich freischalten muss. Und wie gesagt, die mystischen sind da ein bisschen kritischer, weil die keine 100% Chance haben. Und dann natürlich auch nochmal unterschiedliche Anzahl von 32 auf 128 Items, ist natürlich nochmal ein ziemlicher Sprung. Auch wenn ich an der Stelle, ich glaube, den Löwenschuh, den kriege ich mindestens in grün. Also Löwenstiefel, genau, den kann ich in grün herstellen. Das heißt, das verringert das nochmal ein bisschen auf 128 gegenüber 32, die ich weiterhin brauche, um das Legendäre zu machen. Das ist halt dann wieder das Spannende. Je höher ich einsteigen kann, erst wenn ich über makellos einsteigen könnte, würde es nochmal verringern, weil so bleibt die Anzahl zwischen gewöhnlich gut und großartig, also zwischen weiß, grün und blau, bleibt die Anzahl der Gegenstände gleich, weil ich kann ja eben einen weißen Gegenstand bis auf blau anheben, ohne dass ich weitere Gegenstände brauche. Also deswegen, das wird so meine nächste Planung sein, auszuprobieren. Ja, die Angebote nutzen mir ja leider nichts, sondern ich muss dann hier Leute finden, die tatsächlich schon Angebote drin haben oder Gesuche drin haben und sagen, okay, ich bin bereit, das und das für so und so Item zu zahlen. Das heißt, die Kohle ist schon eingegeben und irgendwo bis um die Level 20 rum. Also das hier, den habe ich leider noch nicht freigeschaltet, aber 300, da würde ich es mir auch überlegen, ob ich den jetzt ja, zur Verfügung stelle. Mal sehen. Also nachdem ich mir jetzt den ersten sozusagen vom Munde abgespart habe, hoffe ich, dass ich ein bisschen schneller weiterkomme. Also zum Beispiel Topfhelm kann ich auf jeden Fall herstellen. Legendär für 30, wie gesagt, so ein Schnitt von einem Diamant pro Item, das ich mindestens brauche. Hoffentlich habe ich natürlich ein bisschen Glück bei der Produktion. Da werde ich euch, denke ich, beim nächsten Mal noch ein bisschen berichten können, wie es denn weitergeht. Weil so langsam wird es dann das Einzige, was ich noch zu tun habe, nachdem ich meine ganzen Leute wieder ausgerüstet habe, fit gemacht habe, dann meine Stadt weiter auszubauen. Weil natürlich möchte ich mit den Diamanten dann jetzt hier eigentlich die Verbesserungsplätze aktivieren, damit ich eben sinnvoller produzieren kann und nicht die ganzen Vorprodukte habe, die dann auch immer wieder Items blockieren und hier
natürlich den Truhenplatz füllen, wenn die besser sind als die Standardsachen, die hergestellt werden. Und bald habe ich auch mein gesamtes Lager dann abgegradet. Hier bin ich schon alles bis 15. Das heißt, dieser Bereich hier ist jetzt bis 14 abgeschlossen. Und hier gilt es dann auch nur noch zwei Stufen, die allerdings saumäßig teuer sind. Also 100 Millionen kostet die 14. Stufe. Und dann mal sehen, wie viel dann die letzte noch kostet. Wahrscheinlich 200 Millionen. Das ist jetzt der letzte von 12 auf 13 Upgrade. Und hier sind dann im Endeffekt nur noch eben auch jeweils 100 Millionen fällig. Das heißt, hier sind noch ein paar Milliarden, die ich hier zu versenken habe, um letztlich meine Ressourcenbehälter aufs Maximum zu bringen. Aber das letzte Upgrade lohnt sich auch am meisten. Also ich muss zum Glück ja nicht 100 Millionen zahlen. Ich habe hier schon im Rathaus ein Minus von 25%. Das heißt, es sind dann nur noch 75 Millionen. Das wird noch einige Zeit dauern, dass ich mir das Zeug dann angespart habe über die Artefaktverkäufe, weil da bleibt weiterhin für mich das Lohnendste, letztlich hier eben diese Flügel zu verkaufen, weil die immer eine konstant gute Nachfrage haben. Im Moment natürlich nicht mehr aufgrund dieses Events, aber danach denke ich, gehen die auf jeden Fall wieder gut hoch. Dann kann ich auch meine 500, die ich jetzt als Reserve gekauft habe, schon mal wieder verkaufen und zu Geld machen. Das hilft mir auf jeden Fall dann, die restlichen Ressource-Lagerstätten hier abzugraden. Und dann mal gucken. Ich glaube, die brauchen im Moment noch kein Upgrade wieder. Meine Arbeiter sind im Moment zumindest so weit, dass sie noch weitere Level aufsteigen können. Das werde ich dann auch aktuell halten. Das dauert noch. Level 32. Das zieht sich ungemein, hier diese Aufstiege. Mal sehen, wie das dann tatsächlich weitergeht, weil im Moment mit der Produktion. Im Moment produziere ich nur für meine Helden. Sind ja auch noch einiges zu tun, bis die wieder alle gut ausgerüstet sind und welche ich dann eventuell mit legendären Items oder so ausrüsten werde, das muss ich dann noch schauen. Aktuell lohnt tut sich das an sich nur bei Melina, weil die hat ja schon ihre Maximalstufe erreicht. Das heißt, da kann ich nicht davon ausgehen, dass sie noch besser wird. Das einzige Problem jetzt mit den Items ist die Funktionsweise, wie das hier mit diesem 0% funktioniert. Weil bei den mystischen Items, die man jetzt noch jeweils weiter aufleveln kann, ich weiß noch nicht, wie schlecht die Wahrscheinlichkeiten tatsächlich sind. Das heißt, wie viele mystische Items man zusammentun muss, um letztlich die mystischen Items hochzubekommen. Aber mit jedem Level, den die dazu bekommen, kann der Abstand also von Item-Level zu Level des Helden eins größer sein und trotzdem dann bei 0% bleiben. Weil je kleiner eben der Abstand wird, also ihr seht, hier sind eben epische beziehungsweise das sind ja doch das sind epische Items, die halt hier 0,9%, 1,1%, weil der schon zwei Level weg ist und nicht ihren Bevorzugten entspricht. Der ist mit 25 genau auf ihrem Level und entspricht auch noch, nee, entspricht nicht ganz, also er springt dem mittleren von ihren Favoriten. Am besten würde es natürlich mit einem Stock funktionieren, aber hier zum Beispiel, der ist jetzt 6 Level entfernt und hat eine Auswahlwahrscheinlichkeit von 2%. Das ist für ein episches Item einfach unakzeptabel. Und deswegen ja, schaue ich, dass ich alles, was an epischen Items ist, eben auf jeden Fall 0% sichergestellt ist bei den jeweiligen. Aber das ist eben die Schwierigkeit. Wenn ich die jetzt zum Beispiel mal angenommen, Level 27 müsste bei ihr noch ganz gut funktionieren, kann ich ja mal hier in die. Einfach nur die epischen Items anschauen. Stab der Wiedergeburt, 23, also 2 Level Unterschied. Eisstab, ein Level drüber. Todesstab ist 2 Level drüber. Heiliges Zepter mit 3 Leveln ist schon zu viel, das geht nicht. Das ginge erst dann wieder in Legendär. Das erhöht sich dann auch wieder. Das heißt, da kann ich dann auch den. Was hatte ich jetzt? Den Todesstab? Ne, es war noch eins, das Heilige Zepter. Das heißt, da ist das Heilige Zepter auch mit 0% und so weiter. Und eben mit jeder weiteren mystischen Stufe erhöht sich dieser Bereich nochmals. Aber von den Items gibt es jetzt natürlich nicht mehrere Plusstufen. Schauen wir mal in die ganz niedrigen, weil da, genau, also zum Beispiel der Bischofsstab. Den habe ich dann nochmal weiter hinten mit Sicherheit hier. Also das Level 9 hat eine Auswahlwahrscheinlichkeit von 1,6. Mit dem nächsten mystischen hat er nur noch eine Auswahlwahrscheinlichkeit von 1,2.
Das heißt, wenn die hoch genug wären von den mystischen Leveln, dann könnte man die letztlich jedem ausrüsten. Natürlich ist es nicht sinnvoll, die niedrigen Items zu verwenden, um die damit auszustatten, sondern im Gegenteil eher zu sagen, hey, cool, dann kann ich irgendwie mal gucken, wie weit ist es jetzt hier zum Beispiel für die Standards. Okay, also 28 ist ja das höchste trotzdem noch, was ich dort ausstatten kann. Ah, okay, 30 ist auch dabei. Also ich kann hier dann schon 5 Level von meinem Heldenlevel abweichen und habe immer noch eine Auswahlwahrscheinlichkeit von 0%. Aber das heißt natürlich, diese Items erstmal zu produzieren und dann ist eben die Sache, eben mit welchem Ausgangslevel. Weil ein Level 30 Item jetzt erstmal zu haben und ein Level 30 Item ist darauf auszulegen, bis mystisch zu kommen, damit Melina es nutzen kann ohne Auswahlwahrscheinlichkeit. Anstrengend und langwierig. Weil natürlich auch die Update-Zeiten, das ist natürlich das, was sich hier jetzt nicht ändert, im Gegenteil. Während ich vorher, wenn ich zum Beispiel jetzt hier verschiedene Items, also wenn ich 2 von denen, normal brauche ich jetzt nur einen, das ändert sich nicht, also 10 Minuten bräuchte ich, wenn ich ein Item nehme. Wenn ich 2 verschiedene Items nehme, halbiert sich jeweils, also je nach Anzahl der unterschiedlichen Items halbiert sich die Produktionszeit. Und wenn ich jetzt tatsächlich auf komplett Risiko machen würde und irgendwie 3 verschiedene Waffen habe, der gleichen Stufe zumindest, und mir egal ist, welches von den Items am Ende gewinnt, dann könnte ich halt das 5-mal halbieren. Jetzt, da ich aber noch 4 Slots habe, geht es natürlich nur noch 4-mal. Und mal gucken, was ist so jetzt eins der höchsten Items, die ich aktuell habe, Arkane Rüstung zum Beispiel. Was würde zum Beispiel dauern, also wenn ich das jetzt auf eine epische Ebene heben möchte, dauert das 1,5 Stunden. Natürlich würde ich das nur machen, wenn ich alle 4 voll habe, damit ich hier eine Wahrscheinlichkeit wenigstens von 100% habe. Aber es sind halt eigentlich wirklich Stunden, die das Kombinieren dauert und das Kombinieren lässt sich durch nichts außer durch Diamanten ausgeben verkürzen. Das heißt, selbst wenn ich die hier aktiviere und diese ganzen Boni zum Beispiel aktiviere, hier in den Ingenieursakademie, wo ich hier noch zusätzliche Boni habe, das gilt nur für die Produktion. Das gilt nicht für die Kombination, was eben dann ziemlich schade ist. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein ziemlicher Zeitbrenner und dauert sehr, sehr lange, gerade für die hochleveligen Items und es wird halt immer länger. Aber ja, soweit für heute von Shop Heroes. Es gibt auf jeden Fall immer noch viel, viel zu tun, viel, viel Zeit darin oder kann ich darin versenken. Wobei es dann natürlich auch ist, alle 1-2 Stunden irgendwie ins Spiel reinzuschauen, die Anweisungen zu geben und dann einfach andere Sachen zu machen, weil die Sachen halt dann tatsächlich wie bei einem Idle Game einfach so langwierig werden, dass es sich nicht lohnt, dabei zu bleiben. Genauso wie eben die Produktionszeiten. Mal gucken, da kann ich auch nochmal bei der Arkanenrüstung, beziehungsweise Chaosrüstung ist jetzt eins der neuesten, eben auch über 1 Stunde. Das heißt, da muss ich nicht mehr ständig dabei bleiben. Das heißt, das kann ich dann einfach starten, offline bleiben lassen und dann muss ich auch meine Heldenreisen hier nicht verkürzen, sondern kann die einfach hier, wenn die da 1-2 Stunden brauchen, auch ohne weiteres laufen lassen. Und auch hier ist es dann wichtig, natürlich die Verbesserungsplätze zu kaufen, weil ich dann nicht extra reinkommen muss, um sie abzuholen, damit sie ihre Regeneration starten, sondern eben hier ist es halt super praktisch, dass die sofort regenerieren und wenn ich dann die über Nacht habe, auf eine 3-Stunden-Quest gehen lassen irgendwo. Okay, die kann ich mir noch nicht, dafür sind sie noch zu schwach ausgerüstet. Aber das hier funktioniert ganz gut. Und wenn ich die dann 2 Stunden nachts wegschicke und die dann noch 1 Stunde für Regeneration brauchen, dann sind die morgens auf jeden Fall frisch und sofort wieder einsetzbar. In der Hinsicht kann man sich schon viele Vorteile mit den Diamanten erkaufen und da ist das Spiel aus meiner Sicht im Moment ein bisschen zu geizig, um an die Dinger zu kommen, um da ja, diesen Aufwand, den man braucht, also die Stunden, die man braucht, um an Diamanten ranzukommen, im Vergleich zu dem, was man einfach dafür bezahlt. Da ist die Verlockung für jemanden, der bereit ist, hier natürlich zu bezahlen, ziemlich groß und sich da etliche Stunden abzukürzen, um einfach mit diesen Dingern zu arbeiten. Aber im Moment gefällt mir das trotzdem noch ganz gut, unabhängig davon, da jetzt keine Konkurrenz gibt und es mir eigentlich relativ egal ist, wie weit andere kommen. Also insoweit ist das Spiel noch ganz motivierend und ich kann entspannt weiter an meinen Ausrüstungen feilen für meine Heroes und meine Stadt weiter ausbauen. Und mal sehen, wie weit es hier dann tatsächlich geht, weil auch hier ist ja jetzt noch kein Ende wirklich in Sicht. Und wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen mitzuspielen und so weiter, sagt einfach Bescheid, dann kann ich euch in meine Stadt einladen. Ich habe die inzwischen wieder auf privat gestellt.
Ich weiß nicht, ob ihr dann direkt irgendwie mich trotzdem anschreiben könnt, aber ansonsten hier ist nochmal ja, meine Nummer, die ihr braucht, um letztlich mich zu finden oder zu erreichen. Also soweit von Shop Heroes und bis zum nächsten Mal.